Es zeigt sich, dass also zumindest in einigen Bevölkerungsschichten die Willkommenskultur oder diese Bereitschaft, sich der Flüchtlinge anzunehmen, die gekommen sind, gekippt ist. Das war sowohl abhängig und beeinflusst sowohl von europäischen, globalen Ereignissen wie auch so nationalen, regionalen Ereignissen. Also auf Österreich bezogen heißt das, dass natürlich so, die Ereignisse in Parndorf im August, also wo in der Nähe von Wien 71 Menschen in einem Lastwagen erstickt sind, einen unglaublichen Effekt hatten. Also plötzlich ist man sozusagen erwacht und wusste, die Flüchtlinge sind tatsächlich angekommen. Da gab es schon eine Spaltung zwischen rechts und links, ganz stark eine Polarisierung in der Bevölkerung. Also die SPÖ, SPD und die Grünen waren für sozusagen diese Willkommenskultur weiterhin und der rechte Teil der Republik sozusagen hat sich schon Richtung rechtsextrem bewegt. Das wurde dann natürlich forciert mit den Terrorakten in Frankreich. Und es war dann wirklich so, dass also einerseits auf Menschenrechte gepocht wurde und Flüchtlinge und Genfer Konvention und andererseits auf Terrorismus, illegale Migration. Und das kann man im Mediendiskurs sehr genau verfolgen, wobei der Boulevard also die, sozusagen den Terrorismusaspekt unterstützt hat ganz stark und auch die Medien also sich gespalten haben. Ja? Und diese Polarisierung blieb letztlich aufrecht bis Köln. Also Köln war sozusagen, man sagt auf Englisch, Tipping Point. Ja. Dann schwankt das wirklich um, weil dann auch die liberalen Medien also diesen Angstdiskurs aufgenommen haben und man also eben den weiblichen Körper schützen musste, aber natürlich nur den deutschen und den österreichischen, nicht den fremden. Rechtspopulistische Parteien erhalten europaweit einen starken Aufwind in den vergangenen Jahren. Die Wahlergebnisse der österreichischen FPÖ sind bereits seit den Nationalratswahlen 1990 im zweistelligen Bereich. 2017 erhielten sie 26% der Stimmen, ein Plus von 5,5% gegenüber 2013. In den Niederlanden erreichte Geert Wilders Partei PVV 13,1%. 2012 waren es 10%. Marine Le Pen konnte beim ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl 2017 einen Stimmenanteil von 21,3% für sich gewinnen, ein Plus von 3,4% gegenüber der Präsidentschaftswahl 2012. Und in Deutschland? Die AfD trat 2017 zum zweiten Mal bei einer Bundestagswahl an und wurde mit 12,6% die drittstärkste Kraft. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 ein Plus von 7,9%. Ich glaube, es kommt dann immer auf die Vermengung von Inhalt und Form an, also dass ganz bestimmte Inhalte auch so übermittelt werden. Das ist eben auch eine Frage von Ideologien, nicht nur von Performance und von sozusagen Auftreten. Und da werden also stark sehr nationalistische, oft auch nativistische, das heißt Blut und Boden, Anspielungen und ansprechende Inhalte übermittelt. Und diese werden gerade in der Angst vor dem Fremden sehr stark eingesetzt. Da greift man tatsächlich auf faschistische Motive, Nazi-Motive zurück. Also der Begriff des Volkskörpers, der ja auch bei der AfD auftritt, ist da sehr stark präsent. Also man sieht die Nation metaphorisch gesehen da als ein Körper. Also diese Bodypolitik ist da ganz wichtig. Und dieser Körper, vor allem auch dann der weibliche Körper, wird bedroht
von innen und von außen. Von innen durch sozusagen die Opposition, durch die anderen, so die Eliten oder auch die Migranten von unten, die schon da sind. Also sowohl von oben wie von unten gibt es da Bedrohung. Die Eliten werden ja dämonisiert, obwohl man ja selbst zu den Eliten gehört. Aber offenbar schaffen es diese ob Männer, ob Frauen dieser Parteien recht gut, einen Diskurs einzuschlagen, der authentisch klingt und nicht von oben herab. Ja? Das heißt, die sogenannten Wutbürger fühlen sich angesprochen, selbst wenn Trump einer der reichsten Männer ist oder auch Nigel Farage Public School besucht hatte und ein Banker gewesen war, fühlen sich trotzdem angesprochen. Und das wird einem auch dann so gesagt, die sprechen wie wir, die nehmen uns ernst, die geben uns unsere Würde zurück und die sprechen auch das an, wie man so schön sagt, was jeder eigentlich sagen will, aber sich nicht traut. Ja, also die sogenannten schlechten Manieren, ja, dass man gegen PC, also gegen politische Korrektheit sich wendet. Also das ist sozusagen die innere Bedrohung dieses Körpers, dieses sogenannten Volkskörpers, und das ist ja eine Nazi-Diktion. Und von außen wird dieser Körper auch bedroht. Ja, also das sind dann sozusagen die Eindringlinge, die sind die Flüchtlinge, die Migranten, aber natürlich nicht alle, sondern es gibt ja da also eine Kategorisierung, nicht eine Hierarchie. Es gibt Menschen, die sind durchaus willkommen, das sind jene, die viel Geld haben. Diese Inhalte werden jetzt mit ganz unterschiedlichen rhetorischen Strategien, also abgesehen von der Metaphorik, noch weiter verbreitet. Also beispielsweise eine Opfer-Täter-Umkehr, die findet man sehr oft, auch bei der AfD sehr oft vorhanden. Also wir sind die Armen, wir werden jetzt überwältigt von diesen Eindringlingen und bald wird es keine echten Deutschen mehr geben. Die Frage stellt sich dann, wer sind die echten Deutschen? Weil an sich sind wir alle sozusagen von irgendwo einmal gekommen und stellen also sozusagen diese reinen echten Deutschen, Österreicher, Finnen und Ungarn gibt es ja so nicht. Aber diese Angst wird kolportiert. Deutschland geht unter, Österreich geht unter, also so eine apokalyptische Welteinstellung wird da verbreitet, auch in den Wahlprogrammen der FPÖ ist das nachzulesen. Das wurde auch von Steve Bannon ganz stark, der war ja Berater von Trump, kolportiert. Ja, also wir müssen alles zerstören, um eigentlich diese westliche, weiße, christliche, männliche Welt zu retten. Dann gibt es also auch die Strategie, die ich kalkulierte Ambivalenz nenne, nämlich, dass man sich nicht explizit äußert. Also es gibt ja durch einige Gesetze, zum Beispiel das in Österreich das Verbotsgesetz, aber auch in Deutschland gibt es ähnliche Gesetze. Es gibt Antidiskriminierungsgesetze, auch europaweit. Es gibt Gesetze gegen Hate Speech in England und auch in den USA, die also sozusagen Meinungsfreiheit und so weiter eigentlich dann die stärker sind als diese anderen Prinzipien. Und daher kann man manches nicht so explizit sagen. Also zum Beispiel antisemitische Einstellungen werden zumindest in Österreich und Deutschland in der Öffentlichkeit nicht so eindeutig kolportiert, weil man sonst noch dazu, wenn das in Verbindung, sagen wir, mit der Leugnung des Holocaust wäre, weil man sonst eingesperrt würde. Also nur antisemitische unter Anführungszeichen, dafür wird man nicht eingesperrt, aber also in dem Zusammenhang.
Aber da ist doch die Tabuisierung sehr groß. Rassistische Äußerungen, antimuslimische, ist die Tabuisierung wesentlich geringer, am geringsten bei Anti-Roma, also antiziganistisch. Ja, also die Roma, das muss man eigentlich betonen, sind sicherlich die Minderheit in Europa, die am stärksten verfolgt und diffamiert wird. Mit dieser kalkulierten Ambivalenz kann man sozusagen negative und polarisierende Äußerungen aussprechen, ohne explizit zu sein und wo man sich immer die Option offen lässt, sich zurückzuziehen. Ja, also ich mache eine Anspielung, wie zum Beispiel in Österreich sehr weit verbreitet, für jüdische Lobbys in den USA sagt man nur Ostküste. Und wenn man daraufhin angesprochen wird, sagt man, naja, das ist ein geografischer Begriff, also was wollen Sie? Sie lesen da was hinein, was ich gar nicht sagen wollte, das ist Ihr Problem, nicht meines. Und es gibt also eine Reihe von solchen Möglichkeiten. Und das wird sehr geschickt genutzt. Es gibt natürlich Gesetze und es gibt auch kodifizierte Verträge und Menschenrechte und so weiter und so fort. Die Anwendung dieser Gesetze ist gar nicht so einfach. Also ich spreche jetzt wieder vom österreichischen Verbotsgesetz, das ich gut kenne, und weil ich selbst als Gutachterin öfters schon gefragt wurde, weil man eben dann linguistische und sprachwissenschaftliche Gutachten tatsächlich braucht. Also im österreichischen Verbotsgesetz geht es um die Verharmlosung des Holocaust. Nun kann man Verharmlosung sehr eng und sehr weit auslegen, nicht? Und das ist ja überhaupt bei Gesetzen so, dass sie interpretiert werden. Bei diesem Gesetz ist es besonders so, weil was verharmlosend oder was nicht verharmlosend ist, darüber kann man also lange diskutieren. Letztlich kann man das nur sprachlich festmachen. Wenn aber jetzt jemand genau diese Mittel der Anspielung, impliziter, indirekter Kommunikation verwendet, braucht man sozusagen eine sehr diffizile Analyse, die den Kontext einbezieht, die also andere Texte dieses Sprechers, der Sprecherin einbezieht und so weiter und so fort, um das so zu dekonstruieren, dass klar wird, was gemeint wurde und welche Wirkung das haben kann. Ja, man weiß ja nie, was jemand sagen wollte, das kann man nie herausfinden, aber die Wirkung kann man sehr wohl analysieren. Und sozusagen auf das kommt man nicht, weil eben mit den Mitteln der kalkulierten Ambivalenz und anderen Leugnungspolitiken kann man sich relativ leicht aus der Affäre ziehen. Also insofern sind diese gesetzlichen Rahmen, klingen sie gut, aber selbst diese sind nicht eindeutig. Da gibt es dann aber natürlich Antidiskriminierungsgesetze, es gibt die Gleichbehandlung, es gibt auf europäischer Ebene Gesetze, es gibt Gesetze gegen Verhetzung, aber auch da müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Und natürlich ist es so, wenn dieser gesetzliche Rahmen wirklich sinnvoll ausgeschöpft würde, mit entsprechenden Experten und Expertinnen, würde man schon relativ weit kommen. Wie man auch weiß, wird das aber nicht sinnvoll ausgenutzt. Viele Gesetze kommen nicht zur Anwendung. Und ich denke, dass es andere Regeln auch geben muss. Und ich will jetzt nicht eine Wertediskussion beginnen, weil das ist auch, glaube ich, problematisch. Sondern es gibt natürlich die Menschenrechte, die sind kodifiziert. Wir sind alle Teil der Europäischen Union, die sind Teil des Europäischen Vertrags. Und zwar des zweiten Teils, ja, sind die Charta ist dort kodifiziert. Also ich meine, wenn man sich daran hält, dann, und auch in den jeweiligen Verfassungen steht das drin, dann braucht man, also da hat man doch eigentlich ein sehr gutes, ausgedehntes Netz,
das gültig sein sollte. Und dann gibt es natürlich auch ethische Werte, diverse religiöse Werte und ähnliche andere Dimensionen, die man einbringen könnte. Also insofern denke ich, dass die Politik sich da klarer äußern müsste und dass also doch allen und jedem klar gemacht werden sollte, dass die Implementierung nicht so eindeutig ist, wie da uns quasi vorgemacht wurde.